willkommen beim Lenkbach-Vlog. Ich bin da gerade so am Feiertag und habe mir gedacht, heute machen wir einen Vlog, denn ich habe eine Dummheit zum Tage. Die Dummheit des Tages ist, dass wir ja dieses Wochenende Paradeissauce mit Kartoffelschmarrn oder eher Bratkartoffeln und Reis haben. Und ich habe mir gedacht, ich mache noch verschierte Leibchen dazu. Das sind die hier. Jetzt werdet ihr fragen, was ist denn da die Dummheit des Tages? Die Dummheit des Tages ist, dass ich gestern welche gemacht habe, die sind jetzt im Kühlschrank und heute habe ich frische gemacht. Das ist die Dummheit des Tages. Frau Schmatz, wenn Sie sagen, Sie sind in einer Minute da, dann erwarte ich, dass das auch so ist. Sie nimmt mich nicht ernst? Nein. Sie nimmt mich nicht ernst? Es ist unglaublich. Schaut euch mal die blauen Wolken und die schöne Musik an. Da bin ich also im Kinderrahmen. Ich sag's euch, es ist eine helle Freude. Ich habe mich heute sehr intensiv mit dem Shadow beschäftigt, mit dem Flipper. Und ich glaube, ich war erfolgreich. Ich habe das Flachbandkabel getauscht. Das ist das Gute, wenn man aus der EDV kommt, aus der Zeit von Windows 3.1. Dann kann man noch Flachbandkabel quetschen. Da hat man das gelernt. Und man hat noch besser das Material zu Hause, mit dem man das machen kann. Dieses hier. Habe ich also erfolgreiches ein Flachbandkabel gemacht für den Flipper. Und im Moment läuft er. Ich höre ihn sogar jetzt noch. Nein, ich höre den Tesafilm nicht. Jedenfalls, wunderbar. Wir haben ausführlichst gegessen. Es war sehr angenehm. Ich räume da gleich mal die Speisekarte zu. Ich habe mich mit den Mährobotern beschäftigt und habe ernsthaft den Kabelbruch gefunden. Mit dem Elektrozaungerät. Gut, dass meine Frau Pferde hat, denn damit habe ich das gefunden. Auf höchst illegale Art und Weise. Egal, jedenfalls fahren die Mähroboter gerade. Immer so ein paar Minuten, dann sind sie irgendwo in einem Graben. Das sind so die Projekte, die wir in den nächsten Tagen angehen. Ja. Ich sitze jetzt hier und überlege, was ich noch erzählen könnte. Hungrig bin ich schon wieder. Ich habe Unmengen Paradeissauce und verschiedene Leibchen und so gegessen und Kartoffeln. Und schon wieder Hunger. Ich krieg nicht genug, ist das Motto. Ich krieg nicht genug. Jedenfalls habe ich hochbegeisterte Kundschaft da. Wir haben viel Freude gehabt. Jetzt auch noch, es ist jetzt kurz nach drei. Und bevor ich jetzt noch irgendeinen Schmarrn erzähle, schauen wir uns die Covid-Zahlen mal an. Dann sind die halt mal früher. Warum nicht? Und dann machen wir irgendwas aus der Konserve. Das ist der große Plan. Covid-Zahlen und Fakten für den 1.5.2023. 415 laborbestätigte Fälle, 1.002 Genesene und 56,8 ist die 7-Tage-Inzidenz. Wollen wir zur Neugierde mal gucken, was die so für Regeln gerade haben? Gar keine mehr. Das ist jetzt irritierend. Zielweisen interessieren uns nicht. Keine Regeln mehr. Das ist jetzt interessant. Österreich. Infopunkt Covid. Landet man direkt hier. Keine Regeln. Okay, dann haben wir wohl keine Regeln mehr. Ja, da sitze ich noch immer. Ich habe heute schon vierfach die Mähroboter gerettet. Uiuiui, ich sag's euch. Der eine macht ganz, ganz schlimme Sachen und er fährt auch immer Spiralen. Ich denke, da müssen wir irgendwie ansetzen. Das Schöne wäre, wenn man die programmieren könnte, dass sie gar keine Spiralen machen, sondern einfach nur gerade fahren. Da werde ich mich noch erkundigen. Allerdings sind die Geräte sehr schlecht dokumentiert, wenn ich das so sagen darf. Also man findet null Informationen, geschweige denn über das Service-Menü, da findest du gar nichts. Vielleicht werde ich da mal einen Vertriebspartner von Stiga kontaktieren. Ansonsten ist die Frage, was tun wir jetzt die nächsten Tage? Wollen wir einen Blick in den Kalender werfen? Das könnten wir machen, schauen wir mal. Morgen telefonieren wir mit einem Anwalt, na, das ist schön. Mittwoch ist nichts, Donnerstag hat meine Frau Dienst. Ja, das heißt, wir können uns morgen mit Rasenmähern beschäftigen, das ist ja super. Vielleicht schlage ich sogar ein paar Pflöcke ein, dass die dort abprallen und nicht immer Stuss machen. Zu essen haben wir noch genug für morgen und sonst ist auch alles wunderbar. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich hoffe, es geht euch so gut wie mir. Ja,
ich habe jetzt gar kein aktuelles Thema. Ich zeige euch noch was aus der Konserve. Ich habe doch unlängst so was Schlimmes aufgenommen. Vielleicht werden wir das verwenden. Hui, da werden die Fetzen fliegen. Ich sehe jetzt schon alle schimpfen. Genauso machen wir das. Wir essen und zwar den Salat beim Inder. Und es hat noch nie so viel Salat und Käse auf einem Tisch gegeben, habe ich mir sagen lassen. Das ist wieder der Panier, der Panierte. Und das ist der Salat. Und mein Sohn hat sich über das Pulver beschwert. Und das ist das, was ich sowieso nicht esse. Wie dir das nicht schmeckt. Hallo! Ich mache gerade einen Kurzbeitrag. Ich habe immer so Kurzbeiträge in Reserve für Zeiten, wo ich nicht genug Material habe und mir nichts einfällt oder vielleicht keine Zeit. Und jetzt gerade steige ich ins Auto ein und ich bin auf 100. Ich bin stinksauer von und zu überhaupt. Ihr habt ja keine Ahnung. Und muss dringend Dampf ablassen. Ich habe mir gedacht, da kommt ihr mir gerade recht. Da lasse ich den Dampf mal auf euch. Hört's mir zu. Es ist so. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht ausstehen kann. Drei. Erstes Lügen. Also brauchst gar nicht herkommen. Ja? Thema abgeschlossen. Zweites Thema, wenn jemand mein Geld verpfeffert, weil er Stuss macht und mir das Geld kostet. Und das dritte, wenn mir jemand Zeit stiehlt, da werde ich stinksauer. Das geht überhaupt nicht. Ja? Folgende Situation. Zum Beispiel von mir einer, ohne Blinker, vor mir steht gerade planlos, jetzt haben wir Rückfahrtlicht, schon was. Ich bin voll ausgelastet, ihr wisst sie. Ich tue mehr als notwendig, mache dumme Sachen und verplempere meine Zeit selber. So. Jetzt ist es so, dass immer wieder mal jemand was von mir will und dann teile ich mir das ein und dann plane ich das und mache mir was aus. Und wenn ich da die Vereinbarung habe, da rufst mich an, damit ich dann hinkomme, dann heißt das, dass wenn ich gerade am Rasenmäher sitze oder sonst was tue, ich alle 10 Minuten schaue, ob jemand angerufen hat. Von wegen, dass ich das nicht übersehe. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Bin ein zuverlässiger Zeitgenosse. Das heißt, ich teile mir meine Zeit ein, ich schaue, dass ich die Fahrt mit was anderem kombiniere, alles perfekt durchgeplant und von uns überhaupt so. Dann plötzlich fährt wer anderer hin. Und dann frage ich, hallo, wir haben doch was ausgemacht, du rufst mich an. Und der sagt dann, naja, aber der andere hat ja gesagt, er macht das. Und dann habe ich gesagt, ich gehe das mal mit den anderen. Fragt den anderen und der hat wirklich dem angeboten, das zu machen und hinzukommen. Und ich denke mir, Alter, habt ihr das am Schüssel? Ich habe eine Vereinbarung, du rufst mich an, wenn ich dorthin komme. Und wenn sich das ändert, dann sag mir das gefälligst. Ja? Und warum ändert sich's? Weil überhaupt wer anderes sich einmischt, den es nichts angeht. Und da platzt mir der Kragen. Das ist wieder so eine Situation, wenn zwar nicht mitdenken, dann hab ich Scherereien und hab ich Arbeit. Ne? Weil wenn der eine jetzt sagt, ja, dann ruf mich doch an und der sagt, oh, du nö, ich habe schon mit Daniel ausgemacht, dass ich ihn anrufe, dann ist das Thema erledigt. Wenn er sagt, okay, das ist mir viel lieber, wenn du mit mir, dann rufe ich dich an, aber dann rufe ich zuerst den Daniel noch an und sage, ja, es ist nichts und es ist hinfällig. So unnötige Ressourcen, Umweltbelastung, Nerven und stinksauer in mir. Da haben wir gedacht, das erzähle ich euch jetzt mal. Kennt ihr das? Ich meine, es kommt nicht mehr so oft vor, ja, weil ich das ja sehr klar rückmelde. Meistens läuft es dann darauf hinaus, dass mich gar keiner mehr anruft. Win-win-Situation. Wenn mich keiner anruft, Grant Lee kann an und ich habe weniger zu tun. Win-win-Situation für mich. Kann ich nur sehr befürworten. Ich glaube, es wird gerade besser. Es ist noch nicht vorbei, aber ihr habt mir sehr geholfen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Schön, dass ihr da seid.